Hallo und herzlich willkommen bei Discover TV Zürich Rooftop Session hier auf dem Balkon von der MFO Denk und Werkstatt. Mein Name ist Noemi und mit mir sind die Band Fräulein Luise und sie spielen einen Song für uns heute, der heisst wie? Marie. Viel Spass! Marie, ich glaub, du bist traurig. Marie, mehr versteh ich doch auch nicht. Drum frag mich bitte nicht um Rat. Marie, ich hab keinen Plan. Wenn ich ihn hätte, würde ich's dir sagen. Das verspreche ich dir. Marie, Marie, du bist traurig. Und ja, das glaub ich. Und du siehst alles schwarz. Und das heilt nicht über Nacht. Marie, du bist traurig. Oh Marie. Marie, ich glaub, du bist traurig. Schon seit du jung bist, vertraust du nicht, wenn du ihn siehst. Jeden Tag denkst du daran, was er dir tat, und du siehst ihn über dir wie ein wild gewordenes Tier, und du hast ihn, oh du hast ihn. Marie, du bist traurig. Wow, Hammer-Song. wirklich, ich komme immer gerade Gänsehaut über bei dem Song. Ich finde ihn echt mega schön. Aber er hat auch ein bisschen eine traurige Message. Paula, um was geht's? Ja, also der Song beruht auf einer Konversation, die ich mit einer Freundin von mir hatte. Und sie hat mir von einem Übergriff erzählt, den sie erlebt hat. Und ich habe in dieser Situation nicht so genau gewusst, wie ich darauf reagieren sollte. Und das habe ich in dem Song so ein bisschen verarbeitet. Und ja, es ist irgendwie, ich glaube, der Song sollte ein bisschen dazu motivieren, dass man sich vielleicht getraut, über solche Sachen zu reden, und dass man auch getraut, so ein Gespräch einzugehen von der anderen Seite aus. Und ich glaube, es gibt keine richtige Reaktion, wie man mit dem umgehen kann, wenn einem jemand so etwas erzählt. Und ich glaube, die Hauptsache ist, dass man einfach für jemanden da ist in dieser Situation. Und ich hoffe, das zeigt der Song ein bisschen. Ganz schöne Message von dem Song. Paul, ich komme vielleicht zu dir rüber. Sorry, Olivia. ihr habt euch ja während der Corona-Zeit kennengelernt. Erzähl, wie ist das entstanden, dass ihr jetzt heute da seid?
Ja, voll. Also ich glaube, Olivia und Paula haben nichts zu tun in der Corona-Zeit und haben dann so ein bisschen das Gefühl gehabt, ja, wir könnten jetzt eine Band gründen. Und dann haben sie mich gefragt und dann haben wir das dritte angefangen. Dann haben wir so etwa ein Jahr geprobt und dann haben wir uns für das Band-Tag gemeldet. Und jetzt sind wir dann überraschenderweise weitergekommen und dann haben wir gefunden, ja, jetzt braucht es dann mal einen Drummer. Und dann haben wir da Aljosha gefunden und seitdem eben sind wir komplett voll. Yeah. Sehr schön. Also ich finde auch, ich glaube, es passt wirklich so gut zusammen. Also wirklich Gänsehautmusik für mich. Olivia, ist da wirklich, ich glaube auch nicht so wahnsinnig viel geprobt vor dem Auftritt, gell? Ja, nein, also eben, wir haben uns gerade mal irgendwie einen Monat kennengelernt. Eben alle an einer Velodemo aufgelesen und dann irgendwie 4-5 Mal zusammen geprobt. Und dann in Winterthur quasi den ersten Auftritt können zusammen an dem Bandit-Finale spielen. Und also wirklich haben dann zu unserer kompletten Überraschung das Ganze gewonnen und sind wirklich total irgendwie aus dem Häuschen gewesen. Und ja, seit dort geht es bergauf und mir mega freut. Ja, entweder man kann es oder man kann es nicht, oder? Wenn ihr, wenn ihr wollt wissen wollt, wo die netten Damen und Herren in Zukunft noch auftreten, dann folgt ihnen auf den Social Media Kanälen, damit ihr es auch mal live geniessen könnt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und an dieser Stelle, ja, wir gehen uns rein aufwärmen. Bis bald bei Discover TV Zürich. Tschüss zusammen.